So, wir sind heute wieder sondeln mit ein paar anderen Leuten und die haben schon ordentlich was gefunden. Hier eben mal ein schönes Essgeschirr von der Wehrmacht. Und Wehrmachts Bajonett mit Bakelitgriff. Und ein Helm. Essgeschirr und Helm lagen gleich nebeneinander. Leider schon ein bisschen kaputt, aber trotzdem sehr schönes Relikt. Und wir werden jetzt hier noch weiter suchen und vielleicht kommt ja noch was. Wir haben jetzt hier schon die ersten Funde gemacht. Kam gerade dieser Knopf, das ist ein russischer Uniformknopf. Vielleicht von der Mütze oder so. Das ist sehr schön. Könnte aber recht modern sein. Vermute mal eher so um die 70er Jahre rum. Und dazu kam noch dieser Hering hier. Den hat der Kollege hier gerade gehabt. Zelthering. Habe ich auch schon ein paar von gefunden. Müsste NVA sein. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, wie alt der Zelthering ist. Und dann kam jetzt gerade noch mal dieser Knopf. Richtig schöner verzierter Knopf mit einem Stern und einem Muster. Und dann kam jetzt das hier. Das lag direkt mit diesem Knopf hier in einem Loch. Da sieht man schon, dass das eine richtig schöne grüne Patina hat. Und das wird auch ein Knopf sein. Scheibenknopf. Also hier kommen richtig viele Signale, richtig viele Funde. Hier ist gerade richtig schön. Ich werde euch dann immer einfach mehrere Funde auf einmal am besten zeigen, dass ich nicht immer für jeden Fund direkt die Kamera rausholen muss. Aber dieser Knopf, der ist so schön mit der grünen Patina, dass man da wirklich nichts machen braucht. Den spült man einfach ab und dann wird er gewachst und dann ist gut. Ein wunderschönes Stück. Ich bin gespannt, was hier noch kommt. Nichts Dolles. Was hast du denn da gefunden, Schimmert? Zehn Rentenpfennig. Das. Ja, das ist der Griff vom Rasierer. Da oben war dann der Rasierer dran. Also glaube ich zumindest. Sieht fast so aus, ne? Ja. Ey, sag mal, ist das aus Silber? Weiß ich nicht. Könnte sein. Der hat aber eine schöne Verzierung dran. Ja. Also ein bisschen Muster halt. Ja, sieht nicht schlecht aus, aber Silber ist es nicht. Nee. Aber sieht trotzdem gut aus. Ja. Ich nehme mit. Endlich neue Handschuhe, damit ich nicht immer so rumrennen muss. Größe 9 auch noch. Ist ja perfekt. Ja, die hat Alex mir geschenkt. Ich kriege immer welche geschenkt. Gold. Gold. So. Hallo, liebe Zuschauer. Nee, dich wollen wir ja aber nicht sehen bei YouTube. Ja doch, wollen wir mich auch mal bei YouTube sehen? Wollen wir mal den Klapp ausmachen? So, Alex ist auch mit dabei. Ja. Und wir Hallo, liebe Zuschauer, ich begrüße euch. Ja, und Alex hat einen sehr schönen Fund gemacht. Ja. Sieht aus wie ein kleines Buch. Das ist ein kleines Buch. Genau, bürste das mal. Ja, genau. Das ist ein Anhänger, da steht was drin. Das könnte auch eine Plakette gewesen sein. Aber das ist nicht verbogen, aber das geht ja nicht. Auch schön. Der steht was drauf. Ist das ein Buch oder ist es einfach nur zerknickt? Ich glaube, das ist zerknickt. Das ist irgendeine Art kleines Emblem oder so, ne? Ja. Guck mal, hier sind schöne Pflanzen drauf, so eine Rankengewächse. Und wenn man hier drinnen das Ganze nochmal bürstet, dann. Ich habe die Handschuhe, ich muss die Handschuhe ausziehen, Leute. Ich habe hier keine fühlende Finger, wenn ich so die Handschuhe anhabe. Außer ich habe auch warme Hände jetzt.
Ich bin der Meinung, dass hier mehrere Teile gewesen sind, mal. Das müssen mehrere Teile gewesen sein hier. Das ist vom Flug zerstört worden. Hm, würde ich auch sagen. Vielleicht hat irgendjemand von den Zuschauern das Wort schon mal gesehen, könnte vielleicht mal sagen, was das ist. Da ist Schrift. Okay. Da werden wir euch auch ein Foto von einblenden. So, die nächsten Funde sind da. Eine richtig schöne große Münze. Ja, aber die mache ich natürlich nicht sauber. Das musst du machen. Ja, dann lass lieber. Du kannst mir ja ein Foto schicken dann, wenn die sauber ist zu Hause. Ja, es wird silber sein. Das sieht silbrig aus, ne? Ja. 1800 kann ich erkennen. Ist da ein Kopf drauf? Das könnte hier für dich links sein. Eine 8. Da oben steht Scheid. Scheidemünze. So, der Sonnenkollege hat schon wieder einen Fund. Unglaublich. Ein seltener Fund, den wir so noch nie gemacht haben. Ja, das ist echt. Ein K98. Verschluss ist leider raus. Aber die Besonderheit, was ich selber noch nie gesehen habe, das Bajonett hängt vorne noch drauf. Ja, und da sieht man auch hier, das war ein Holzgriff, der ist weg. Ja. Der ist vergammelt. Warte mal, ich komme mal rum. Ja. Ich hab das mal hier für dich hingesetzt. Schade, dass das abgebrochen ist. Die werden wir natürlich nicht mit, das bleibt hier. Das ist nur noch ein rostiger Eisenklumpen. Ja. Aber das Bio, das kann man mitnehmen. Oder den Griff. Vielleicht kann man ihn noch gebrauchen. Oder man lässt das alles gemeinsam hier. Hier ist das nicht. Hier war ein interessanter Fund. Sehr interessant. Nee, hier ist was drauf. Ein alter Wecker. Irgendwie ein, ja. Ein sehr schönes Exemplar. Der Alex hat hier irgendwie so eine Art Müllloch entdeckt und jetzt graben wir hier fleißig. Und schauen uns an, was hier drin liegt. Weil da ist irgendwas drin, da sind mehrere Teile drin. Weil ich bin neugierig. Und da ist auch ein Tellerteil gewesen. Gucken wir uns jetzt mal an. Unsere Zuschauer sind neugierig. Goldrand. Also wir haben schon mal Gold jetzt. Mal sehen, was noch kommt. Hier Parfüm. Das stinkt auch noch richtig. Ach, Einwegglas oder was ist das? Dann sehen wir nicht, was das ist. Ja, das ist irgendwie sowas, ne? Da ist was drauf. Oder so. WW steht da drauf. WDW, irgendwie so. VEB. Also DDR. Das ist bestimmt ein Lieferfahrrad. Aber da könnten natürlich auch ältere Sachen drin liegen. Diamantfahrrad. Na, warte mal, hab ich nur mal an den Rahmen. Ja. Ist noch dran. Aber ich glaube. Alex hat das Fahrrad ausgegraben. Richtig. Wenn jemand von den Zuschauern weiß, wie ein Fahrrad gehört, dann könnte er den Rücklicht. Das müssen wir eigentlich melden jetzt. Melden jetzt. Hier ist das Rücklicht dran gewesen. Oder ne? Das ist aber ein edles Rücklicht gewesen. Das ist immer noch gut. Ja. Ja, vielleicht baue ich mit auch wieder auf. Dann fahre ich hier mit dem Kinderwagenfahrrad durch die Gegend. Ist das ein Kinderfahrrad, ja? Ja. Würde ich meinen, ja. Mal sehen, was. Sehr schönes Fahrrad. Vielleicht ist da noch der Typenschild dran. Da ist es doch. Tatsächlich, aber man kann nicht mehr drauf erkennen. Aber ich gibt es ja unter den Zuschauern jemanden, der sich mit Fahrrädern auskennt, speziell mit Kinderfahrrädern.
der sagen könnte, welche Marke das ist, ob das eine DDR-Zeit ist, ob das noch von früher ist. Ich glaube, kann da auch ein bisschen Schrift erkennen. Wir brauchen mal eine Bürste. Ja, in meiner Fundtasche hängt rechts, in der rechten Tasche eine Bürste liegt rechts. Ja, da in der Tasche, genau in der Tasche ist eine Bürste drin. Hinten in der letzten Fach im Obersten. Kommt es langsam zum Vorschein. Man kann ein bisschen was erkennen. Also versuchen. Da, mehr kann man nicht sehen. Wenn ihr das wiedererkennt und wisst, um was für ein Fahrrad es sich dabei handelt, dann schreibt es in die Kommentare rein. Auf jeden Fall ein Kinderfahrrad mit einem krummen Lenker und da ist noch die Fahrradstange dran, die Sattelstange. Guck dir mal das an, das ist ja auch was Interessantes, hochinteressant. Bakelit? Das ist wohl vollkommen Bakelit, ja. Oh, das nimmst du aber mit, oder? Da bin ich ganz gut haben. Ich denke, dass das eventuell eine Abdeckung für ein Trafo in einem alten Radio war. Was hast du? Leder hatten wir hier auf jeden Fall gerade gehabt. Leder? Ja. Lederreste. Nee, das ist ein bisschen zu. Kopf dafür. Fressdosen. Ja. Nee, Müll auch und hier kommt. Ja, interessant, Zeug raus. Hier kühler Zeug raus. Altes Fahrrad, jetzt kommt so eine Batteriezahne raus, jetzt kommt Leder. Der buddelt hier schön für uns mal. Aushilfsmäßig. Fahrradteile sind schon rausgekommen. Ja, kannst du gucken, wie alt die ist. Was ist das, Nivea oder was? Florina, das ist DDR. Das kommt aus der DDR, Florina. Sag mir jetzt nichts. Wen filmst du das? Na, für YouTube filme ich das hier. Ach so, okay. So, für die Leute, die sich hier im Osten nochmal wieder erinnern wollen, das ist die Florina-Creme. Im Gegensatz dazu gab es mit derselben Farbe die, hast du nicht? Hä? Nivea-Creme. Ja. Florina gab es im Osten und Nivea ist aus dem Westen. Ach so. Ja, um mal, auch nochmal für die, die es nicht wissen, das nochmal zu zählen. Mach mal auf die Dose. Vielleicht ist noch Creme drin, oder? Ist sie leicht? Ich mach nicht mehr auf. Nee. Ist so hier aus. Lass mal wegpacken, dass es schön drin liegt. Florina aus dem Osten. Ein DDR-Relikt. Ein DDR-Relikt, ja. Hier ist schon ein ganzes Fahrrad mit Fahrradanhänger hier verbuddelt. Hier ist eine Forelle drauf. Ja, das ist schon mit Forelle. Nur guck mal. Ja, das ist das, was ich meinte, das Leder vorhin. Konserve. Ja. 64. Alter, was ist das? Sieht ein riesiges Objekt. Fahre. Sieht aus wie ein riesiges Rad. Das hier. Das ist bestimmt ein Einrad oder sowas ähnliches. Das ist ja, na klar, das ist so ein geschwungenes Hollandrad vielleicht oder irgendwas. Mit Schloss auf jeden Fall. Ach, das ist ein Kochtopf. Ach. Den müssen wir mal auskippen. Ja, richtig. Kipp den mal hier aus und dann machen wir hier mal eine Filmung. Haben wir schon mal gehabt, sowas hier mit dem Kochtopf, mit dem Nachttopf. Der Wasser drin, cool. Oh ja, da ist ja alles drin. Abzeichen, Orden, Scherben. Das komplette Programm. Ja. Da musst du richtig ringreifen, Mensch, und das alles rausholen hier. Da musst du ringreifen, wie so. Hier, da hat wieder mein Schaberwerkzeug hier. Der ist schon ausgerostet, war hier. Was ist denn hier? Das verbeult der Kochtopf hier. Oh ja, Scherben drin. Alter, Verwalter, was ist das? Alter, das ist ein Fahrradrahmen. Noch einer. Ja. Und der mit Lederriemen. Das könnte aber auch vom Schlauch sein, von der Ummantelung. Der, hier liegt ja auch noch eine Speiche hier. Hier drin. Das ist ein Damenfahrrad. Das ist sicher. Aber das ist untypisch für Mifa und Diamant, dieser tiefe Einstieg da unten. Das kann kein Ostfahrrad sein, würde ich sagen. Das ist älter. Jetzt siehst du schon anhand dessen, dass so eine Fahrräder damals auch eine Kettenschmierstelle hatten, wo unten der Tretlager geschmiert worden ist. Die hatten so einen Einlass gehabt. Da könnte auch eine geile, gute Fahrradlampe nach vorne dran sein. Da musst du gucken mit den Gläsern da. Ja, was. Die hatten so eine schöne große Fahrradlampe. Ich habe übrigens noch eine große Fahrradlampe da, wenn du den haben willst. Ich habe noch eine alte da. Ja, nee. Aber du fährst ja kein Fahrrad, du kannst ja kein Fahrrad fahren, wa? Was
du einen Energy-Drink getrunken, Alex? Nee. Ich habe noch gar nicht getrunken. Also Fakt ist, das Fahrrad liegt in die Richtung. Wir müssen noch nach da weiter wegbuddeln. Und der liegt hier wahrscheinlich alt voll. Da muss ja mal ein Loch gewesen sein. Ja, wäre schön, wenn überhaupt mal was rauskommen würde. Hat das geht alles weiter. Ja. Das ist ein alter Fahrradrahmen aus dem Osten. Das geht mal mit dreimal aber hochgezogen. Vielleicht ist das auch so ein Moped-Fahrrad. Wollen wir mal richtig dann ziehen? Dreimal einmal. Das ist doch der Lenker hier von dem alten Fahrrad. Siehst du das nicht? Das hier? Oder? Das hier. Das war er. Das waren los, Alex, fass mal mit an. Ja, Moment, ich muss mal mich aus der Sitzposition erstmal wieder nach oben. Einen gemeinsamen Zug. Ziehaktion, genau. Ich fass mal hier am Dings an. Oh ja. Alter, das zerbricht. Nee. Mit Gewalt. Nee, das ist auch stabil, Fahrrad. Hier. Eins. Hm. Ach, komm raus, du Fahrrad. Da ist ja der Lenker noch verkeilt. Ich hab das aber fast. Doch für mich. Okay. Das ist ein riesengroßes Fahrrad. Da folgt mir ein Einrad raus. Da ist noch viel, viel mehr drin. In dem Loch. Jetzt haben wir das Fahrrad verbogen. Jetzt sind wir gerade. Das ist so eine Kettenschmierstelle. Das ist so ein altes Fahrrad mit so einer Kettenschmierstelle, glaube ich. Das ist interessant. Oh nee. Dank der Fahrrad. Ich mach's krumm. Oh. Kommt da so. Alter, oh. Ah, hier ist er ja, die Gabel sind. Das ist hier der Lenker beim Puffer. Und hier muss irgendwo ein typischer sein. Das war nicht. Da passt die typische nicht. Komm mal. So. Das ist bestimmt noch ein geiler Sattel drauf auf dem Fahrrad. Ah. Ja, jetzt haben wir. Da ist es. Boah, da ist die Lampe verbrochen. Die Lampe nicht, nee. So. Das ist aber jetzt eher ein großes Darmfahrrad. Ein großes Darmfahrrad, ja. Das war hier oben dran eigentlich. Naja, toll, ein Darmfahrrad. Ja. Wollen wir nicht unsere Kräfte lieber sparen und noch was Schönes finden? Ja, hier ist noch mehr in den Loch drin. Da ist nichts drin, Alex. Da ist nur DDR-Zeug drin. Wo ist eigentlich das andere Fahrrad hin? Ach, da. Da war echt. So. Da hat man was geleistet hier. Da sind andere Fahrrad. Genau. Komm mal, da muss ich mal weg. Sonic, kannst du mal wieder herkommen? Sonic. Und hier ist unser Kollege aus Lippe, der läuft hier mit einem Gerrit Pro. Und ich frage mich die ganze Zeit, was er hier macht. Sonic, fällt dir irgendwas auf? Ja, hallo. Der Kollege sonnelt hier die ganze Zeit. Nein, nicht die ganze ohne, Zeit. Oh, na klar. Stunden. Wie sieht denn das aus da? Ohne diese Gerrit immer. Ohne dass diese Spule angeschlossen ist. Und ich dachte schon, warum geht hier nichts mehr los? Was ist denn passiert? Na, rausgerissen, das ganze Innenleben. Nee, jetzt rausgedreht. Das ist aber nicht lange, also ist nur für. Zeig mal den Stecker. Du läufst schon eine ganze Weile so. Ja, jetzt ist also bestimmte 10 Minuten, ja, stimmt. Ja, ist schon noch eine längere Weile. Nein, ich hab ihn doch gebuddelt. Dem kam noch was an. Was, du hast noch. Ja, echt, ja? Ja, wirklich. Aber schön, ja, dass du es gesehen hast. Ich wollte eigentlich gar nichts sagen. Ich wollte dich jetzt weiterrufen lassen, weil. Naja, ist doch cool, wenn du nicht mehr findest, aber. Naja, okay. Sonic hat gerade geschrien, er kriegt eine Macke. Nein! Du hast jetzt nicht einfach einen Goldring gefunden, oder? Wir haben über Ringe geredet und über Gold. Ja, mal gucken, was hier los ist. Jetzt oh Gott, ich habe schon gesehen. Gar nicht. Wo denn? Wer? Da? Doch. Wo ist er hin? Ich brauche ein bisschen. Tiefer rechts. Ja. Da, hier irgendwo. Ist es das? Ja. Das ist es. Ach, sehr mit Stein. Euch kann man nehmen? Naja, ein Siegelring? Könnte ein Siegelring sein, ja. Ein Siegelring. Moment, ich hol mal die Bürste mit. Boah. Schöner Ring, der war mal versilbert. Der ist leider ein bisschen verbogen. Na gut, da gibt es so einen Konus, den machst du wieder auf oder lässt es so. Könnte man abgeben beim Schmuckmann. Der würde das machen. Vielleicht sogar vergoldet gewesen, ne?
Silber. Mal schauen, was drauf steht. Man kann es richtig gut erkennen. Ey, das könnte Gold. Der ist vergoldet gewesen. Ja, war vergoldet. Der war vergoldet. Das wird eh nicht da auch schon gefunden. Eine 10 oder so ist da drauf, ne? Und so was. Ja, vergoldeter Ring. Schön, sehr geil. Herzlichen Glückwunsch, Mann. Sonic. Die redest die ganze Zeit über Ringe und auf einmal. Ja. Ey, was ein Zufall, ne? Genau, war richtig geiles Ding. Hat der Sonnengott wieder gut gemeint mit dir, wa? Guck mal, wie das Gold schimmert. Jo, der war vergoldet. Ja, ja, der war vergoldet. Habt ihr den schon gesehen hier, diesen grünen? Der ist cool, wa? Der sieht gut aus, auch cool. Na gut, los, weitersuchen. Kommt ja, noch mehr genau, heute. Weiter sondeln. Du bist über Ring am Labern. Ja. Ich verliere mein Kabel von... Er verliert sein Kabel von lauter Aufregung. Ja. Worüber reden wir die ganze Zeit? Über Gold. Gold, Ring. Halt nur vergoldet. Gut, weitermachen. Also der liegt vielleicht noch mehr. Ja. Ein richtig schöner, interessanter Fund. Groß. Mit einer Patina und irgendwas ist drauf. Da ist ein Kopf drauf. Oh, das sieht ja richtig cool aus. Anstecker, ne? Warte mal. Warum ist denn das so hier Welt? Knopf auf jeden Fall nicht. Na, das wird eine Münze gewesen sein und die hat sich jemand zu einem Knopf hier hämmert. Oder hinten war eine Nadel dran. Das ist ja interessant, so habe ich noch nie gesehen. Jo. Alex, guck dir das mal an. Da ist ein Kopf drauf. Was steht denn drauf eigentlich? Kann man das erkennen? Ich kann lesen. Ja? Ja, sieh mal her. Einen komischen Buchstaben. Brit. Kuckuck. Brit. Warum steht eigentlich so krumm? Ich kann mich gerade stellen. Ja, Knopi hat es ja gefragt. Was macht der denn da unten? Also auf jeden Fall steht hier was von Rex. Kommissar Rex. Fit. Rex fit. Also hier steht Breton. Mit Breton steht oder irgendwas. Gra Breton oder. Tom. Na, da habe ich doch schon ein Wort, was ich hier googeln kann. Georg. 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 Org. Tom. Das muss ich erstmal googeln. So was wie war total interessant, das ist halt die Biegung. Ne? Na, weißt du, wie die Biegung aussieht? Die sieht fast aus wie diese Schwesternbrosche, die sie damals hier am Dings hatten. Diese, ja, wie eine Brosche oder sowas. Ne? Diese Schwesternbrosche, die hier oben dran war von den... ich muss das mal googeln kurz. Ich guck mal hier gleich nach. Haben wir kein Problem mit. Sonnenglenn fragt auch schon wieder, wann wir hier sind. Ja. Tom... Also dieses Gesicht sieht aus wie der Sachsenmann. Das ist ein Großbritannien-Penny. Ach, das ist ein Penny. 15. George 5 Dai Grabri Tom Rex Fit Def Int. Das ist das hier. Dieser Teil ist das hier. Aber warum ist der so rund? Das ist die Rückseite? Ja, den hat sich jemand umgebaut zu einem Knopf. Mach mal einen weiter. Nee, ich hab keinen weiter. Achso, noch hier. Nee, ist nur die Vorderseite. Okay. Na gut, da ist jetzt nichts drauf zu erkennen. Also, ne? Irgendwas Großbritannien, Penny von 1915. Aber der so oder 1919. Weil der so perfekt gekloppt ist. Ja, ja, ja. Das haben die mit Kugeln oder irgendwie so gemacht. Das ist der Kopf. Das ist also ein Great Britain Penny. Mit George dem V. Super. Weitersuchen. Wir müssen weitersuchen. Die piepelt noch ein bisschen an. Wahrscheinlich noch ein paar abgebrochene Teile davon. Naja, gab da hinten noch ein schönes Signal.
schauen, ob da noch was ist. Nee. Was hier? Ist irgendwas anderes, wa? Anderes, genau. Aber ich guck mal, die Technologie schwingt. Mal gucken, was hier los ist.